Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir befinden uns im Moment in der Treibsandhöhle. Ja, wüsste jetzt nicht, was ich groß sagen soll. Wir sind auf der Suche nach einem Zahnrad der Zeit. Und in dieser versteckten Höhle, die jetzt zur Treibsandgrube wird, hoffen wir darauf, eins zu finden. Im letzten Part habe ich am Anfang in der Nordwüste die Treppen gefunden wie ein Blöder. Innerhalb 9 Ebenen in 2,5 Minuten. Dafür lief es dann in der Treibsandhöhle nicht mehr so gut. Hier beginnt es in der ersten Ebene gut. Bin ich mal gespannt, wie es insgesamt wird. Scheint nicht so weiterzugehen. Der Despotar, das mir hinterher rennt, macht mir Angst. Oh Kacke, jetzt sind hier zwei und Fragezeichen, man kämpft gegen beide. Und gewinnt locker. Oh Gott! So viel dazu. Einmal wurde er getroffen. Und schon war das richtig kritisch. Komm. Hier gegen das Ding kann man auch einen Funkensprung zum Glück benutzen. Und dass es nicht angreifen darf, finde ich auch nett. Dich esse ich. Übrigens, ihr werdet das wahrscheinlich eh schon am Timer sehen, aber es kann gut sein, dass ich die jetzige Folge auch wieder nur 20 Minuten mache. Ich denke aber auch, 20 Minuten reichen, oder nicht? Biss brauche ich auf dir jetzt eigentlich nicht, nee. Ich habe eigentlich erwartet, dass du das besser schaffst, Fragezeichen, man. Hier haben wir nochmal Geld und die Treppe. Ich denke aber, dass es auch okay ist, wenn nicht all meine Videos eine halbe Stunde gehen, sondern auch mal 20 Minuten. Ich meine, für einige ist das vermutlich sogar besser, kann ich mir vorstellen. Einfach ein bisschen bequemer. Und für mich zum Aufnehmen auch, weil ich habe heute wirklich... bin busy genug. Aber trotzdem weiß ich ja, dass ihr auch eine Folge Mystery Dungeon sonntags wollt, also... Oh Gott! Willst du mich verarschen? Kannst du vielleicht noch häufiger hilfen? Solche Attacken in Mystery Dungeon Games sind so schlimm. Ach so, da kommt noch was. Ich dachte schon, warum zur Hölle greift der ins Nichts an? So, die Treppe ist, ja, genau, mittig. Und zwar hier. Ich will heute auf jeden Fall mit der Treibsandgrube fertig werden. Und das dürfte ja wohl möglich sein, auch wenn die Folge 20 Minuten sein soll. Ich habe halt auch keine Ahnung, wie lange das hier geht. Der erste Teil, die Treibsandhöhle, ging 10 Minuten. Minuten? Ebenen. Okay, das ist aber auch so eine Sache, die ich auch immer gut finde. Man kann das ja oft wirklich sogar relativ gleichsetzen, Ebenen und Minuten. Im Durchschnitt, das ist mir im alten und in diesem Let's Play aufgefallen. Ist es wirklich in der Regel so? Das Spezialband kriegst du natürlich wieder.
Wo ist mein Band gelandet? Jetzt mal for real, meins ist weg. Und offensichtlich schon seit längerer Zeit. Als ob. Jetzt muss ich irgendwann durch irgendwas komplett Bescheuertes verloren haben. Dann nehme ich mir das jetzt erstmal selber, oder? Ich glaube, Funkensprung ist sogar physisch, weshalb mir das gar nichts bringt. Ich lasse es jetzt aber erstmal so. Aber vor allem, das war ein Grünband. Und das ist fucking gut. Genauer gesagt, eines der stärksten Bänder im Spiel. Man bekommt immer so ein starkes zum Anfang. Und die Farbe ist je nachdem, welche Farbe die eigene Aura hatte, die man am Anfang gescannt hat. Das heißt, in meinem ersten Let's Play passenderweise braun wie ein Walross. Und dieses Mal war es grün. Wie Fragezeichen, man, lol. So, 10. Ebene. Ich denke, ich komme so langsam in die Richtung, in die ich will. Ist das dein Ernst? Du brauchst auf jeden Fall Heilung von dem Gift. Insgesamt weiß ich nicht, ob es insgesamt... Oh, ich bin durch. Untergrundsee. Das ist fantastisch. Das hätte ich nicht erwartet. Diesen riesigen unterirdischen See. Sieh mal, da hinten leuchtet was. Dieses Licht. Ich bin mir sicher, dass ich es schon mal gesehen habe. Das ist es. Jetzt hab ich's. So ein Licht haben wir am Nebelsee gesehen. Das heißt, das Licht kommt vielleicht von einem Zahnrad der Zeit? Wir müssen uns das genauer ansehen, Schmünzer. Es ist dunkel geworden. Wartet, was? Wer seid ihr? Wer hat das gesagt? Wieso seid ihr hier? Wieso? Wir sind hergekommen, weil wir ein Zahnrad der Zeit suchen. Haltet euch von dem Zahnrad der Zeit fern. Wenn ihr das Zahnrad der Zeit nicht in Ruhe lasst, dann werde ich euch aufhalten. Was, ein Goldfisch? Wo bin ich denn ein Goldfisch? Hast du Augen im Kopf? Ich bin Vesprit. Und ich beschütze hier am Untergrund, sehe das Zahnrad der Zeit. Du beschützt das Zahnrad der Zeit? Ich erlaube euch nicht, das Zahnrad der Zeit zu stören. Warum zur Hölle ist es jetzt auf Fullscreen gegangen? Es hat einen sehr empfindlichen Schlafrücken, weil ich meine, macht euch bereit. Ja. Wieder einer der sinnvollen Bosskämpfe, die eigentlich überhaupt nicht stattfinden müssten in der Mystery Dungeon-Reihe. Ja gut, ich gehe einmal in die Luft schlagen. Jetzt kommen die beiden vorbei. Ich döne auf den Donner. Fragezeichen, man lutscht sich ein paar Leben. Wir hauen einfach weiter drauf. Ey, Digga, das Ding ist einfach von der Paralyse befreit. Das hab ich dir garantiert nicht erlaubt. Jetzt mal for real, die Bosskämpfe in dem Spiel sind fucking einfach als Shinux, kann das sein? Ja, das kann sein. Mal Ernst, ich denke gerade so, Grudon, Traumato, Vesprit. Wen hatten wir sonst? Hatten wir sonst überhaupt schon Bosskämpfe? Ja, halt außer gegen Voltensus Rudel. Und das war auch nur wegen der Menge. Ja, glaub nicht.
Aber ich kann euch das Zahn der Zeit nicht überlassen. Jetzt hör uns mal zu! Wir sind nicht hier, um dein Zahnrad zu stehlen. Lüg mich nicht an. Self hat mir per Telepathie erzählt, was geschehen ist. Ich weiß, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Was, Self hat's dir gesagt? Das war dir nicht. Nein, waren wir nicht. Wer ist dann verantwortlich? Das wäre dann ja mal wohl ich. Wer bist du? Reptain. Das ist Reptain. Entschuldigt mich, aber ich werde das Zahnrad der Zeit mitnehmen. Aua, lass mich durch. Nee, ich lass nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit mitnimmst. Tja, dein Pech. Bringen wir es um. Vesprit, du hast diesen Kampf verloren. Und du hast einen Schaden. An uns kommst du nicht vorbei. Der Satz hat nicht mal Sinn ergeben. Er war bereits an uns vorbeigelaufen. Der nächste Satz, an uns kommst du nicht vorbei. Wir lassen nicht zu, dass du das Zahnrad der Zeit nimmst. Okay. Dann bring ich euch auch um. Mann, der ist schnell. Ich wollte euch ja keinen Schaden zufügen, aber ich nehme das Zahnrad der Zeit mit. Wasser-Pokémon! Das Zahnrad der Zeit, der Dieb hat es. Tut mir leid, Self hat wohl nicht euch gemeint. Echt? Das wäre mir ja gar nicht aufgefallen ohne deine Hilfe. Es meinte dieses Pokémon. Tut mir leid, dass ich euch misstraut habe. Scheiße, wir müssen verschwinden. Warum? Was passiert hier? Ich kann zumindest sagen, warum es geschieht. Und zwar, weil das Zahnrad der Zeit weg ist. Deshalb wird die Zeit in dieser Gegend... wird überall um den Untergrundsee herum stehen bleiben. Was? Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir in der Zeit gefangen sein. Verpissen wir uns. Tja, das hat sehr gut geklappt. Wir haben das Zahnrad der Zeit gefunden. Genau wie wir wollten. Ja, okay. Das Raptor, das jetzt hat, ist nicht ganz das, was wir wollten. Ne? Nicht so gut. Kapitel 12. Die einzige Möglichkeit. Vielen Dank für eure Mithilfe bei den Ermittlungen. Vesprit steht jetzt unter unserem Schutz. Wir garantieren für seine Sicherheit. Wir konzentrieren unsere gesamte Energie auf die Jagd nach Reptain. Wenn euch irgendwelche für den Fall relevanten Informationen zu Ohren kommen, sagt uns Bescheid. Wir müssen diesen Verbrecher mit vereinten Kräften zur Rechenschaft ziehen. Das ist alles. Nun entschuldigt uns. Sowas aber auch. Ich staune echt schlecht. Es gab also tief unter der Nordwüste einen See. Und dort gab es noch auch noch ein Zahnrad der Zeit? Genau, aber was das Zahnrad der Zeit angeht, Reptain hat's gestohlen. Und wir haben es nicht einmal geschafft, ihn länger aufzuhalten. Letztendlich ist es so, als hätten wir gar nichts gemacht. Das ist gar nicht wahr. Nee, wirklich nicht. Es ist sogar so, als hättet ihr was Negatives gemacht, weil das Zahnrad der Zeit jetzt weg ist. Aber wirklich schade ist, wir haben keinen blassen Schimmer, was wir jetzt tun sollen, oder? Hey, wenn wir nur einen Hinweis hätten. Da muss ich zustimmen. Wo wird Reptain als nächstes zuschlagen? Wir wissen es einfach nicht. Es ist zu schade, dass er entkommen ist, als die Chance da war, ihn zu fangen. Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht nicht. Nicht unbedingt. Zwierfinst! Es gibt einige Hinweise. Ein Zahnrad der Zeit war am Nebelsee und wurde von Self bewacht, oder? Und ein weiteres war am Untergrundsee und wurde von Vesprit bewacht.
Aber das erinnert mich daran, dass Vesprit uns was Interessantes erzählt hat. Vesprit wusste, dass das Zahnrad der Zeit vom Nebelsee gestohlen wurde. Zephyr hat es per Telepathie gewarnt. Digga, was? Willst du mich... Digga, was? Ich hätte es wissen sollen. Es gibt eine uralte Legende. Von Zephyr sagt man, es sei das wissende Wesen. Von Vesprit das fühlende. Doch es sind drei Pokémon, die die spirituelle Welt repräsentieren. Und ich rede nicht von Spirituosen. Und da sie halten die Welt im Gleichgewicht. Drei? Wir sprachen von Zephyr und Vesprit. Ich glaube, das sind nur zwei, oder? Ja, das sind erst zwei. Der dritte Teil des Trios ist Tobutz, das als das starke Wesen bekannt ist. Zephyr und Vesprit haben beide Zahnräder der Zeit bewacht. Also wird Tobutz möglicherweise auch eins bewachen. Ich verstehe es. Könnten wir Tobutz finden, dann könnten wir vielleicht ein weiteres Zahnrad der Zeit finden. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass der Deep Reptane auftaucht. Genau. Diese drei Pokémon, Zephyr, Vesprit und Tobutz, sollen alle drei an Seen leben. Tatsächlich wurden sowohl Zephyr als auch Vesprit an Seen angetroffen. Daher glaube ich, dass Tobutz sich auch an einem See aufhält. Vergessen wir Folgendes nicht. Der See, an dem Zephyr lebt, liegt auf einem hochgelegenen Plateau. Der See, an dem Vesprit lebt, liegt unter einer Wüste versteckt. In beiden Fällen befinden sich die Seen an ungewöhnlichen Orten. Orten? Der See, an dem Tobutz lebt. Es wird irgendwo sein, wo wir es am wenigsten erwarten. In der Gilde! Nein. Jetzt check ich's. Hab eine WhatsApp wiederbekommen, sorry. Du meinst, wir sollen dort suchen, wo man normalerweise kein Wasser erwarten würde? Ich gehe in Vulkan springen. Sowas aber auch. Deine Weisheit ist beeindruckend, Zwirfinst. Meine Bewunderung ist größer denn je. Vielen Dank, es ist nicht der Rede wert. Oh doch. Du warst ja Zwirfinst, der uns zuerst zur Nordwüste geführt hat. Wie sich herausgestellt hat, lag dort ein Zahnrad der Zeit. Deine Vermutungen, Zwirfinst, sind voll und ganz korrekt. Oh, ich muss an die anderen Orte denken, an denen wir suchten. Die östlichen Wälder und die Kristallhöhle in Gelb markiert. Noch auffälliger geht's nicht. Warum ist denn jetzt genau die Kristallhöhle in Gelb markiert? So Orte halten vielleicht auch noch das ein oder andere Geheimnis von uns versteckt. Na, ich habe eine Idee. Bidiza. Aber ja, ich wurde gerufen. Was kann ich für dich tun? Ich habe eine Bitte. Der Kristall, den du kürzlich gefunden hast, darf ich ihn mir kurz ausleihen? Mein Kristall? Nein, 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 wirklich nicht. Das ist mein kostbarer Schatz. Jawohl, ja. Natürlich, ich versichere dir, dass wir ihn dir nicht wegnehmen oder irgendwas dergleichen. Nur kaputt. Nein, ich meine, und nun Schmünter. Es gibt was, um das ich dich bitten will, Schmünter. Bitte berühre den Kristall von Bidiza. Ach, ich soll den Kristall anfassen, wenn die Kristallhülle noch ein Geheimnis birgt. Und wenn Schmünter den Kristall berührt, dann wird vielleicht der dimensionale Schrei ausgelöst. Vielleicht wird eine Vision ausgelöst. Ach so, ich verstehe, darum geht es also. Bitte was? Dimensionaler Schrei? So laut bin ich jetzt auch nicht. Ach, ihr meint mich gar nicht. Warum mache ich wieder so Scheißwitze? Das ist eine besondere Fähigkeit von Schmünter. Manchmal, wenn Schmünter etwas berührt, dann hat Schmünter eine Vision von einem Ereignis aus der Vergangenheit oder der Zukunft. Bitte was? Hey, 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 hey. Sowas gibt's? Wegen dieser Fähigkeit von Schmünter will ich den Kristall unbedingt ausleihen. Bitte leihst du ihn uns... Alle gucken ihn an, außer Knuddelhof. Fuck, ey, zu so einer Begründung kann ich nicht nee sagen. Bidiza reicht Schmünter den Kristall. Sir Kristall, was will er mir zeigen? Alle sehen mir zu, ich weiß nicht, ob ich was sehen werde, aber... Ich muss mich konzentrieren. Nun, Schmünter... Jetzt geht's los!
Jetzt habe ich es, das Zahnrad der Zeit. Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das war Reptan beim Versuch, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Und da war noch ein anderes Pokémon. War das Tobutz? Nee, sicher nicht. Wie auch immer. Dieser Kristall hat eine Vision hervorgerufen. Hast du was gesehen, Schmünter? Schmünter springt einmal und sofort wissen alle, was gemeint ist. Echt? Du hast gesehen, wie Reptan ein Pokémon überwältigt hat? Ein Pokémon, das du noch nie gesehen hast? Und dann hat er versucht, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen? Sicher, dass das kein Alkohol ist? Donnerwetter, wie hast du das denn alles sonst gesehen? Ich kann mir das alles kaum vorstellen. Nein, ich bin nüchtern. Fast. Hey, Schmünder. War das Pokémon, das du nicht erkannt hast, vielleicht Tobutz? Vielleicht. Woher soll man das wissen? Ich habe auch eine Frage an Schmünter. Hast du in die Vergangenheit gesehen? Oder ist es etwas, das in der Zukunft geschehen wird? Wenn ich so darüber nachdenke... Ja, eigentlich keine Ahnung, ne? Sei also nicht sicher, ob du die Vergangenheit oder die Zukunft gesehen hast? Ja, man kann also unmöglich sagen, ob die Vision die Zukunft oder die Vergangenheit zeigt. Vision von Schmünder kann dennoch durchaus auch aus der Vergangenheit sein. In diesem Fall wurde das Zahnrad der Zeit vielleicht schon gestohlen. Ah! Meinst du, dass wir womöglich zu spät kommen? Massenpanik, ja. Seid ruhig, ihr Fe... Okay. Ja, es ist wahr, dass die Vision aus der Vergangenheit kommen könnte. Aber es könnte auch eine Vision aus der Zukunft sein. Bist du so nett und erinnerst dich daran, was Vesprit gesagt hat, Fragezeichen, Man. Wer hat Vesprit per Telepathie mitgeteilt, dass ein Zahnrad der Zeit gestohlen wurde? Wenn ich mich recht erinnere, war es Selfe, nicht? Warum brauchen wir jetzt ein Flashback? Ja, was? Ja, das ist richtig. Aber Tobutz, den Namen habe ich noch nie gehört. Der Name Tobutz ist mir neu. Ich habe ihn erst von dir erfahren, Zwirfinst. Dann gibt es noch eine Chance. Hätte Vesprit gesagt, dass sie durch Tobutz von dem gestohlenen Zahnrad der Zeit erfahren habe, dann käme der dimensionale Schrei von Schmünter mit Sicherheit aus der Vergangenheit. Aber es hat es nicht gesagt. Vesprit hat Tobutz nicht erwähnt. Es ist also möglich, dass das Ereignis erst in der Zukunft geschieht. Ich verstehe. Da ist noch eine Sache. Und die ist ganz eindeutig. Der Kristall, den hat bei Schmünter den dimensionalen Schrei bewirkt. Die Mission, Digga. Die Vision deutet auf die Präsenz eines Zahnrads der Zeit hin. Das heißt, vielleicht ist das, was wir suchen, in der Kristallhöhle. Vielleicht gibt es dort einen Durchgang, der zum Zahnrad der Zeit führt. Ja, vielleicht ist es dort. Natürlich könnte es sein, dass wir schon zu spät kommen. Oder wir haben noch Zeit. Solange eine Chance besteht, dürfen wir nicht aufgeben. Es ist die einzige Möglichkeit. Hey. Stimmt. Wir haben keine Wahl, wir müssen alles auf diese Garde setzen. Gut kombiniert, Zwirfin, jawohl, ja. Mein Gott, ich platze gleich vor Aufregung. Los, Leute! Zwirfinst! Wir können jetzt nur eins tun, und zwar die Kristallhöhle erkunden. Gehen wir! Die ganze Gilde soll teilnehmen. Auf zur Kristallhöhle! Gildenmeister, erinnere uns an unsere Pflicht und führe uns an. Gildenmeister! Gildenmeister? Gildenmeister, hörst du uns? Ist das ein Scherz? Nein, ich glaube ja. Er schläft tief und fest. Mit offenen Augen. Der Gildenmeister ist ja so charmant.
Was glaubt er, wie lange er schon schläft? Glaubt ihr, dass er vielleicht schon die ganze Zeit schläft? Oh nein, das kann einfach nicht sein. Jemand könnte merken, dass der Gildenmeister schläft. Ach nee. Ich muss ihn irgendwie wecken. Gildenmeister, Gildenmeister! Hä? Gildenmeister! Blauer Guy. Ja, Gildenmeister! Ich meine, ja, Gildenmeister. Um mich kurz zu fassen, es gab... Pokémon, wir machen uns auf die Jagd nach Reptan! Hurra! Gehen wir zur Kristallhöhle. Hey, hey, irgendwo dort muss es ein Geheimnis geben. Machen wir uns an die Arbeit! Ich will euch zur Kristallhöhle begleiten. Lass uns alle unser Bestmögliches tun. Hurra! So, reicht's jetzt langsam? Ich wollte die Folge eigentlich ja früher beenden. Und an der Stelle mache ich das jetzt auch mit dem sprachlosen Plaudergeil. Bockt mich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, Abo und oder Like dalassen. Bis dann. Ciao.